Hallihallöchen Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Pokémon Blaze Black 2 Challenge Mode, Nuzlocke Challenge. Wir haben es jetzt hier einen Sonntag, ja, einen Sonntag. Ich will mal ein bisschen vorproduzieren, das wollte ich auch schon in den letzten paar Malen mal machen, aber ich kam irgendwie nie dazu. Jetzt sitze ich hier und nehme mal im Voraus auf. Wir haben es jetzt hier gerade 16.07 Uhr, ich muss mal schauen, ob ich gleich nicht vielleicht nochmal einen Livestream mache, denn, also ihr wisst dann mehr, wobei... Am Montag kommt diese Folge heraus, also könnt ihr davon ausgehen, dass gestern wahrscheinlich ein Livestream kam. Weil ich selbst nicht weiß, ob der kommen wird, weil ich weiß halt nicht, ob ich jetzt gleich Livestream werde. Worauf ich da aber... Das ist unglaublich, diese Züchterin, ne? Also ich bin hier ganz knapp vor meinem Identitätsverlust. Das ist nicht mehr das... Nee. Also Andi hat schon recht gehabt, ey. Das wird hier langsam zum richtigen Running Gag. Diese dumme Züchterin, die mir hier jedes Mal... auflauert. Es ist unglaublich, diese Irene. Die wird mich in meinen Träumen noch verfolgen. Naja. Also ihr könnt davon ausgehen, dass ich vielleicht gestern einen Livestream gemacht habe. Denn ich habe jetzt Overwatch. Dazu gibt es jetzt auch eine kleine Geschichte. Und zwar habe ich vorgestern, also am Samstag, den 17.12. gelivestreamt. Ich habe anfangs so ein bisschen Garry's Mod gezockt, dann so ein bisschen Minecraft, ja, und am Ende so ein bisschen Overwatch so um 2 Uhr nachts. Und für die ein oder anderen, die meine Livestreams verfolgen oder die meine Livestreams halt gucken, die wissen wahrscheinlich, dass ich ein Donation-Goal habe für Overwatch. Jetzt mag sich der ein oder andere vielleicht fragen, Marcel, wie hast denn du jetzt Overwatch gekriegt? Du hast doch als Donation-Goal. Tja, das kann ich euch jetzt mal ganz einfach erzählen. Und zwar, erstmal hier die Passage, finde ich sehr, sehr geil. Ich finde es schade, dass es kein neues Pokémon gibt, wo sie sowas auch haben. Denn ich bin persönlich einer, der sagen muss, ich habe die Passage sogar wirklich gerne gespielt. Also ich habe wirklich hier gefarmt. Also richtig gefarmt, dass hier Stände kommen und so weiter. Dafür habe ich mich echt, drum gekümmert. Was ich sagen wollte ist, ich habe am Samstag livestreamt und dann kamen da so welche bei Garry's Mod in meinen Chat rein mit dem Namen Apollo Nuka. Und der klickt so unter meinem Stream auf mein Steam-Profil. What is your favorite phrase? Keine Ahnung. Demut! Demut! Für alle, die in meine Klasse gehen, wissen auch Bescheid, was mit Demut gemeint ist. Und dann schreibt er mich so auf Steam an und sagt so, pst, zeig das bitte nicht deinen Stream. Ich dann so, okay, alles klar, mache ich schon nicht. Ich dachte mir so, was will denn der Typ jetzt von mir, Alter? Schreibt mir so, zeig das bitte nicht deinen Stream. Auf einmal schreibt er so zu mir, wie heißt, ich habe hier Overwatch Origins Edition für dich. Origins Edition, ja, das ist sozusagen so diese voll, also die, ich sag mal nochmal, Erweiterungsversion von Overwatch normal, die 60 Euro kostet. Und sagt mir so, ey, ich habe die Overwatch Origins Edition für dich. Ich dann so, ja, nee, ist klar, Alter, was mir jetzt hier schicken wirst, das wird doch eh nicht funktionieren. Schickt er mir auf einmal so ein Game Key. Ich gehe so auf battlenet.com, gib diesen Game Key ein, mit der auch die ganze im Stream so gesagt, ach, der verarscht mich doch eh, das funktioniert doch sowieso nicht. Als ob er mir jetzt sowas schenken würde. Gehst du auf Battle.net, gib diesen Game Key ein. Auf einmal steht da, wollen sie ihr Geschenk jetzt hinzufügen? In Klammern, Overwatch Origins Edition. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie ich gebrüllt habe vor Freude. No matter which, your trainer, okay, alles klar. Ja, okay, es tut mir leid. Ihr könnt mir nicht vorstellen, wie ich gebrüllt habe. Ich habe wirklich richtig gebrüllt. Und ich so, nein, das ist jetzt nicht euer Ernst. Das ist jetzt nicht euer Ernst. Er hat mir sozusagen eine 60-Euro-Donation gegeben. Ich habe einfach eine 60-Euro-Donation von dem Typen gekriegt. Und was für mich krass ist, ich habe ihn auch so gefragt gehabt, wieso jetzt ich? Wieso gibst du mir jetzt so ein Spiel einfach, WTF, so 60 Euro auf der Hand? Und er sagt mir dann so, ach, ich habe mal noch so einen kleineren Streamer gesucht und möchte ihm so ein Vorweihnachtsgeschenk geben. Ich bin Apollo Nuka richtig, 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 richtig dankbar. Er hat mir einfach Overwatch geschenkt. Also 60 Euro einfach so, als ob er mir 60 Euro einfach in die Hand gedrückt hätte. Und jetzt habe ich Overwatch und dann will ich mal schauen, ob ich das heute noch streame. Also am Sonntag. Muss ich mal schauen, ob ich das mache. Aber das war absolut geisteskrank. Dann kommt so sein Kumpel, mit denen haben sie einen gemeinsam, also Sulz sein Name, mit dem haben sie gemeinsam ein ich werde hier komplett abgelenkt, mit denen haben sie gemeinsam einen Streaming-Kanal auf Twitch und die streamen da immer
Und dann drückte mir nochmal ein 3 Euro in die Hand. Mal eben so 3 Euro schön in die Hand gedrückt. Und das war so ein geiler Abend gestern, ne? Das war so ein geiler Abend gestern. So viel No Homo jetzt, so viel Liebe habe ich noch nie gehabt im Stream. Hashtag No Homo natürlich. Absolut geisteskrank geil. Absolut geisteskrank geil. Könnt ihr euch gar nicht vorstellen, wie ich mich da gefreut habe, einfach jetzt Overwatch gekriegt zu haben. Jetzt momentan habe ich ein Spendenziel für eine Facecam, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich dieses, ob ich das Donation Goal auch wirklich weiterziehen möchte, weil ich bin gegen Facecam, zumindest in meinem jetzigen Standpunkt. Ich möchte mich ja eigentlich, mein Face Reveal geplant. Lol, was war das für ein Leck? Geplant ist vielleicht eher so, wenn ich 1000 Abonnenten habe oder so, dass man da vielleicht mal ein Face Reveal machen kann, aber nicht in meinem jetzigen Zeitpunkt. Alter, ich habe 15 FPS, was geht hier? Bitte, immer wenn ich aufnehme, please. Und deswegen gucke ich, ob ich das vielleicht nochmal ändere. In irgendwie, keine Ahnung. Alter, was leckt das? Jetzt mal ohne Witz. Hör bitte auf zu lenken. Dass ich das irgendwie ändere in die neue Grafikkarte. Die ich ja von meinem Schwager, die ich von meinem Onkel kriege. Potion. Ja, das brauche ich jetzt auf jeden Fall in meinem Level. Ganz klar. Dass ich dann mal gucken kann, ob ich da gucken kann, ob ich da vielleicht meine Grafikkarte mitfinanziere. Beziehungsweise, wir haben gestern Abend so richtig geil im Livestream so drüber diskutiert, was ich jetzt als nächstes Spendenziel reinpacken könnte. Und Jan Philipp war auch im Stream. Grüße gehen raus an Jan Philipp. Und Jan Philipp schreibt dann so, also Jan Philipp geht arbeiten und macht halt seinen Führerschein. Ihr könnt euch schon vorstellen, worauf das jetzt hinausgeht. Er arbeitet halt, um seinen Führerschein zu finanzieren. Und dann kam mir gestern auf die Idee, dass ich einfach meinen Führerschein über Spendenziel, finanziere. Was halt so geil wäre. Aber das ist, denke ich mal, nicht möglich. Zumindest gehe ich nicht davon aus, dass ich meinen Führerschein halt mit PayPal-Guthaben finanzieren kann. Also das wäre halt so geil. Ich bin so in der Fahrschule so drin und dann gehe ich da so hin und sag so, ja, wissen Sie, ich kann das bezahlen über mein PayPal-Konto, schicke ich Ihnen über Ihr Bank, über Ihr Bankkonto rüber. hab ich mir finanziert von meinen Livestreams. Das ist so geil. Aber ich denke mal nicht, dass wir das machen. Sind diese Trainer überhaupt auch da im Originalspiel? Ich glaube nicht, oder? Da war doch sonst immer nur ein Trainer, der kämpfen möchte, wenn mich alles täuscht. War klar, dass der ein Wasser-Pokémon hat, oder sie besser gesagt. Wenn der erste Feuer hat, dann zweite Pflanze, jetzt auch Wasser. Aber ich glaube, ich werde das Ganze auf meine Grafikkarte raufspielen. Ich denke mal, das macht am meisten Sinn. Mir fällt auf, wir brauchen unbedingt einen Pflanzen-Pokémon oder Elektro-Pokémon. Also ich glaube, ich werde das dann so machen, dass ich dann wirklich vielleicht meine neue Grafikkarte da reinknall. Weil die muss ja auch irgendwie finanziert werden. Dass ich das Ganze dann erledige. Wobei ich weiß halt nicht, ob mein Onkel PayPal-Guthaben irgendwie annimmt. Das wäre nochmal so eine andere Sache. Oh, ich kriege eine WhatsApp-Nachricht, auch sehr interessant. Das ist wahrscheinlich Aldin, mit dem ich heute eine kleine Besprechung haben möchte. Denn es kann sein, dass ich in einem Minecraft-Projekt mit dabei sein werde und ich brauche halt einen Partner dafür. Aber die Information kriegt ihr später noch. Das kann doch eigentlich was für Andi sein, oder? Andi? Wärst du bei einem Minecraft-Projekt dabei? Ich meine, die Adventure-Maps hast du ja geguckt. Guck mal, jetzt habe ich einen Supertrank voll. Du hast ja die Adventure-Maps geguckt. Zumindest, ich weiß nicht, ob du alle Folgen jetzt geguckt hast, aber ich glaube, also du hast die meisten ja auf jeden Fall geguckt. Und ja, wie gesagt, dann, ich weiß nicht, kannst du ja mal in die Kommentare schreiben, ob du ein Minecraft-Projekt bei mir sehen würdest. Was mich auch sehr interessieren würde, weil das Minecraft-Projekt, auf das hätte ich richtig viel Bock, Das heißt Licious 4, worauf ich halt ziemlich viel Bock hätte. Wird wahrscheinlich auch kein langes Projekt sein, deswegen kann man das auch mal irgendwie in meinen Upload-Plan mit hinein versetzen, verschieben. Aber ich muss mal gucken, wie ich das mache. Wieso ist das da abgesperrt mit Security Guard, alter WTF? Was passiert denn da? Ach, a game ist in... Okay, alles klar. Nee, ist in Ordnung. Und ich würde mal sagen, kommen wir zur heutigen Frage des Tages. Und zwar mal etwas Leichtes, Sanftes für euch. Und zwar, schaut ihr Filme? Ich kam nämlich dazu, weil ich ja gestern Nacht auch noch, oder besser gesagt, heute Nacht, wo ich das hier aufnehme gerade, gestreamt habe. Und da habe ich mit Altena so ein bisschen gelabert und er hat mir dann, wir haben auch so ein bisschen über Serien gesprochen, wie zum Beispiel Breaking Bad und so weiter, was ich ja alles nicht geguckt habe. Ich habe das echt nicht geguckt, schlagt mich ruhig dafür. Tschüss, Pokémon, keine Ahnung, Kipper.
Schlag mich ruhig dafür, aber ich habe das nie wirklich geguckt und dann haben wir erstmal ein bisschen miteinander. Ja, ich weiß, wie das funktioniert. Ja. Kriegst du mal einen Schläger in die Hand? Geht das? Nein. Rassel nimmt auch nicht an. Vielleicht hast du einen Hut. Hallo. Boah, ist das schwer mit der Maus. Ja, komm, das reicht doch. Ja, ist mir doch egal. Und dann kam ich jetzt zur Frage des Tages, und zwar halt, schaut ihr Filme? Weil ich zum Beispiel kaufe. Ich zum Beispiel schaue nämlich sehr, sehr wenig Filme. Sehr, sehr selten schaue ich Filme. Ich spiele lieber, als ich Filme gucke. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ich habe eigentlich nicht so das große Interesse, Filme zu gucken. Es ist bei mir halt so, ich gehe vielleicht ein bis zweimal im Jahr ins Kino. Ah, ich muss nochmal mit allen hier sprechen. Ein bis zweimal im Jahr gehe ich ins Kino. Und damit habe ich auch gar kein Problem. Ich brauche jetzt nicht jede Filme gucken. So, ich habe noch nie Herr der Ringe geguckt. Ich habe noch nie Star Wars geguckt. Ich habe noch nie Breaking Bad geguckt, etc. Ihr wisst schon Bescheid, wie ich das meine. Und dann sagen immer viele so, das musst du gucken. Unbedingt. Du verpasst was in deinem Leben. Und dann ich mir so, ja, es tut mir wirklich leid, aber ich bin nicht so der Typ dafür. Und deswegen würde mich mal interessieren, ob ihr Filme guckt. Ob ihr wirklich das Interesse habt, Filme zu gucken. So, hier irgendwo ist ein Pokémon, das ich nicht ansprechen sollte. Ah, das verlorene Visocaster von jemandem. Genau. Ja, genau, genau. Das ist ja jetzt irgendwie immer so ein Mädchen, das da irgendwie am Labern ist, oder nicht? Yes, that's right, I'm the owner of that Xenon Skeever. Genau. Wer ist eigentlich die Frau, die da mit uns redet? Also ich weiß, dass es ein Mädchen ist. Wer ist das eigentlich? Gibt es irgendwie Hintergrundstory zu dem Mädchen? Ich habe keine Ahnung. Ist das Pokémon, das ich nie ansprechen darf? Ich habe Angst, hier irgendjemanden anzusprechen. Vor allem da bei diesen Zugstationen standen ja auch wieder irgendwelche Leute drin. Ich habe Angst, die anzusprechen, weil ich glaube, das wird ein zu harter Pokémon-Kampf, wenn ich die ansprechen würde. Deswegen mache ich das auch nicht. Ich glaube, mit dem will ich auch nicht sprechen. Ich habe hier Angst, irgendjemanden anzusprechen. Ich habe Angst. Ich will hier gar keinen ansprechen. Ich möchte einfach nur weg. Ich möchte einfach nur raus. Ich möchte hier nicht mehr sein. Nein, dich werde ich ganz bestimmt nicht ansprechen. Du, dich hier vielleicht. Hallo. Okay. Dich kann ich ruhig ansprechen, ne? Okay. Rollercoaster, ne, da möchte ich jetzt nicht unbedingt rein. Clowns Make-up, okay. Ich habe das Pokémon noch nicht gesehen, dass ich ihn nicht ansprechen darf. Okay, alles klar. Da haben wir es wieder mit der TV-Show. Meinen Film, weil ich halt nicht wirklich Filme gucke. Also ich habe bisher noch nicht das Pokémon gesehen, das ich nicht ansprechen darf hier in Rayono City. Also die werde ich ganz bestimmt nicht ansprechen, da habe ich Angst vor. Ich will das einfach nicht ansprechen. Das sieht schon so aus, als würde es mich gleich auseinandernehmen. Ich will hier weg vom Amusement Park. Und da werde ich ganz bestimmt nicht mit denen reden. Das wird wahrscheinlich irgend so ein Anführungszeichen Bosskampf werden. Nee, das mache ich nicht. Ich gehe einfach auf die Route hier. Ich kann mir neues Pokémon nämlich fangen. Halt, deswegen gehe ich auch nochmal ganz kurz. Na, wobei, ich habe noch genug Pokebälle. Ganz verwirrt hier unterwegs, Alter. Marcel, beruhig dich mal ein bisschen. Oh, das ist nice. War das irgendwie EV? Ach nee, was war das denn mal? Initiative minus und mehr EVs, irgendwie sowas in der Art, oder? Ich weiß es gerade nicht mehr ganz genau. Okay, ich dachte, die oder der wird mich jetzt hier nicht mehr aus dieser Entfernung sehen können. Vielleicht wird das ja der neue Züchter. Ach nee, warte mal, gar nicht. Ich kämpfe nur einmal gegen den, was ja auch ziemlich angenehm ist. Meine Güte. Trifft Bulldoze eigentlich auch wie Erdbeben bei Pokémon, die unter der Erde sind? Ich glaube nicht, oder? Es kann nur Erdbeben, glaube ich. Ah, auch noch mal eine funny Story dazu. Und zwar, ich habe das Ganze mit Erdbeben und Schaufler herausgefunden durch Zufall. In Pokémon Platin, das weiß ich nämlich ganz genau. In Volkners Arena, also die letzte Arena in Pokémon Platin. Da war das nämlich so, ich hatte einen Shelterra gehabt und ich dachte mir halt so, jetzt kann ich einfach durchrushen mit Shelterra und Erdbeben, da kann ich jetzt so durch. Und dann kämpfe ich gegen einen Raichu. Eins dieser Raichus konnte nämlich dort Schaufler. Das Raichu war schneller als mein Shelterra, setzt Schaufler ein. Ich dachte mir so, okay, Erdbeben trifft jetzt nicht, weil ich kannte die Mechanik halt nicht. Und, naja, wie soll ich sagen, was ist das für eine Musik gewesen? Und naja, wie soll ich sagen? Es war dann halt so, dass Schaufler einsetzt. Ich setze Erdbeben ein. Erdbeben trifft. Und ich denke mir nur so, what the fuck? Hä? Wieso trifft jetzt mein Erdbeben? Also ich erinnere mich noch ganz genau an die Szene, wo ich das kennengelernt habe. Weil vorher hatte ich gar keine Ahnung davon. Ich weiß nicht, wie lange das schon her ist. Vielleicht 7 Jahre her oder so, als ich das hatte. 5 bis 7 Jahre her müsste das ungefähr gewesen sein. Nein! Dodo!
Achso, Dodu noch. Ja, ja, wobei, da kann ich ja noch Crunch einsetzen. Ja, und das war dann die Szene, wo ich das dann herausgefunden habe. Ich kannte halt die Mechanik noch gar nicht. Oh, Trigger soll ich vielleicht mal rauswechseln. Ich kannte die Mechanik halt überhaupt nicht. Ich dachte mir so, WTF, Alter, was trifft denn das jetzt? Und dann dachte ich mir nur so, boah, Alter, bin ich ein Biest. Und wie viel Luck kann ich... Also in dem Moment dachte ich halt, ich hätte auch Luck gehabt, dass es als Schaufel eingesetzt und ich getroffen habe. Weißt du, ich meine so... Gab es nicht auch irgendeine Attacke? Also es gab eine Attacke, das weiß ich. Wenn jetzt ein Pokémon... War das Walzer? Ich weiß es nicht mehr. Es gab doch eine Attacke, die auch getroffen hat. Also Windstoß, weiß ich, wenn das gegnerische Pokémon jetzt Fliegen einsetzt. Da gab es doch irgendwelche Attacken, die dann trotzdem noch getroffen haben. Oder gab es bei Schaufler nicht? Andi, nennen wir mal alle Attacken auf, die gegen Schaufler und gegen Fliegen noch treffen können. Das heißt, wenn der Gegner Schaufler / Fliegen einsetzt, die dann noch treffen. So, und hier können wir unser nächstes Pokémon fangen. Mal sehen, was dabei rauskommt. Ich brauche ein Pflanzen-Pokémon. Das sieht mir ja noch nach einem Wald aus. Da kann man doch... Nein, ich bin Zogren. Nein! Kein... Nein! Nein, ich bin in das wackelnde Gras gelaufen. Jetzt habe ich ein scheiß Ordoch. Hat Ordoch hier in dem Spiel einen Boost gekriegt? Bitte sag mir, dass es einen Boost gekriegt hat hier in dem Spiel. Och nee. Oh, ich bin auch noch in das wackelnde Gras reingerannt. Ja, danke. Wenigstens bleibt es drin. Ich hätte hier so geilen Stuff bestimmt kriegen können, ne? Using the feelers on its ears, it can tell how someone is feeling or when an egg might hatch. Das ist ja cool. Ah, give a nickname to Audino. Ja, meinetwegen. Ich nenne es einfach ganz rustikal Joy. Es ist, ich weiß, das ist sehr kreativ. Ich weiß, sehr kreativ. Sehr, wirklich sehr kreativ. Ei, oh, ja, das ist doch, ja, toll. Hm? Ja, schön, schön, dass das Mädchen nochmal anrufen muss. Ja, ja, ist das Marcel? You're a boy, I'm a girl. Bla, bla, bla. Yancy heißt sie. Gibt's überhaupt Geschichte hinter der? Ich habe keine Ahnung. Trifft man die überhaupt irgendwo in der Story? Ich habe doch keine Ahnung. Oh Mann, jetzt habe ich ein Ohr doch bekommen. Naja, ich muss ja mit allem leben, was ich kriege. Dann habe ich auch kein Problem damit. Ich bin sogar relativ gespannt, wie Ordoch sich in dem Spiel hier so schlägt. Ich habe Ordoch noch nie in meinem Team benutzt. Kann ich ja mal gucken, wie sich das Pokémon hier so schlägt. Ah, ich habe was vergessen. Bursi muss nämlich ja released werden. Ich habe das ja in dem vorletzten Part, glaube ich, war das ja erzählt gehabt, dass ich das Pokémon gar nicht fangen darf. Ich habe es aber vergessen, genau zu releasen. Jetzt habe ich es halt getan. Okay, Summary. Es trägt eine Sinelbeere, Regenerator, Restores. Ja, das ist doch schon mal nicht schlecht. Defensive runter, Spezialangriff hoch. Das ist absolut grausam. Secret Power. Sonst kann es halt nicht wirklich was. Attract und Entrainment. As the user dances with an odd rhythm that compels the target to mimic it, making the target's ability the same as the user's. Ah, okay. Attract. Ja, gut, alles klar. Ist jetzt nicht atemberaubend. Die Werte sehen relativ in Ordnung aus, aber ist jetzt kein atemberaubendes Pokémon. Ich belasse die einfach hier in Box 8. Weil es einfach neben meinem Himmel... Oh, yo, Eis. Alter, ich kann's... Oh, ich kann's auch nicht fassen, dass die beiden tot sind. Das wären meine MVPs gewesen, Alter. Vor allem Victini. Egal, ich darf mich jetzt hier nicht zu viel von denen ablenken lassen. Das wird in Chaos enden. Hier, ich rede nochmal mit den Typen und lass mir nochmal die ganzen Medaillen herholen. Ja, das werden ein paar mehr sein. Ich habe schon lange nicht mehr mit dem gesprochen. So, gut. Und dann werde ich mal schauen, dass ich vielleicht noch ein Pokémon fangen kann. Es gibt da oben ja noch eine Route. Oben im Wald. Wieso habe ich das jetzt nicht getan? Jetzt bin ich ganz zurückgeradelt, um mir das scheiß Ordoch anzuschauen. Um jetzt wieder zurückfahren zu können, um ein neues Pokémon oben im Wald fangen zu können. Ja, das hat sich ja gelohnt. Nee, ich möchte nicht gegen dich, Rucksacktypen, kämpfen. Habe ich Zerschneider überhaupt schon? Habe ich sogar. Ist ja vom Typen Gras. Ach komm. Auch weil Andi geschrieben hat, Beethoven braucht mal wieder ein bisschen Variety in seinem Movepool. Ganz ehrlich, und dann haben wir ein Pokémon, das jetzt Cut kann. Wieso denn nicht? Kann ja nicht schaden. Holen wir uns das Item da oben nämlich ganz schnell ab. Und, ach genau, Pflücker. Habe ich das eigentlich... Es kommt irgendwie so vor, als hätte ich schon nachgeguckt, ob Pflücker schon funktioniert. Egal, ich gucke nochmal nach. So, Pflücker, Andi hat in die Kommentare geschrieben, ich soll mal gucken, ob das... Nein, kann es nicht. Schade, aber auch Totem könnte das, aber ich lasse eigentlich mal bei Windschnitt. Oh, was für ein Item haben wir hier oben? Dawnstone. Finsterstein? Kann das ein Finsterstein sein? Ich glaube schon, oder? Nein. Oh.
Leuchtstein oder Lichtstein, weiß ich jetzt gerade gar nicht mehr, wie es nochmal heißt. Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Ich möchte nicht gegen dich kämpfen. Ich möchte einfach nur das Pokémon da oben haben. Also das Pokémon, das mir hier oben schnappen kann. Es ist ja eine neue Route. Lost Lawn Forest und das hier ist Route 16. Also ja, ich kann mir hier ein neues Pokémon fangen. Wehe, hier kommt wieder hohes Gras, also wackelndes Gras. Warte mal, ich fange es lieber hier. Okay, mal sehen. Bitte Pflanze, bitte Pflanze, bitte Pflanze, bitte Pflanze. LOL! Sebi 2.0! Jetzt sofort in die Kommentare schreiben, wenn sich jemand an Sebi aus Platin erinnern kann. Ich weiß jetzt schon, wer antworten wird. Nur Andi. Okay, okay, okay. Habe ich nichts gegen. So ein Traunmagil ist immer geil. Traunmagil-Style immer geil, würde ich sagen. Aber wie soll ich das jetzt nennen? Sebi 2.0 ist scheiße. Wie nenne ich das Ganze? Wie nenne ich das Ganze? Wie nenne ich das Ganze? Das Screech-Pokémon. Ein Pokémon that startles people in the middle of the night. Oh, was ist das denn, Alter? Ein bisschen makaber, der ganze Spaß hier. It gathers fear at... Okay, alles klar. Ja, ich merke schon, was für ein Pokémon wir uns hier geangelt haben. Natürlich gebe ich den Spitznamen, das darf ja nicht fehlen. Jetzt die Frage, wie nenne ich dich? Wie nenne ich dich? Wie heißt nochmal die... Oh Gott. Wie heißt nochmal die... Im Videospiel Fear, also F-E-A-R, hieß die Alice? Nee, wie heißt sie nochmal? Ich google das jetzt. Fear. Das Spiel ist so geil, ne? Fear, das Spiel ist so geil. Ich weiß, dass es Angst bedeutet, Google-Übersetzer. Fear, Computerspiel. Wie heißt nochmal das Mädchen, das dich da verfolgt in dem Spiel? Fear, Bullet Time, Effekt einsetzen, Ring oder auch der Fluch, bla bla bla, Handlung. Da muss es drin stehen. Da muss es drin stehen. Das Spiel ist so geil, sag ich euch. Man übernimmt die Rolle, genau, eine Spezialeinheit. Wie heißt das Mädchen? Ich will doch nur wissen, wie das Mädchen heißt. Charaktere. Alma! Alma, genau! Alma, now I remember. Ich nenn's Alma, auch wenn es männlich ist. Auch wenn das Pokémon männlich ist. Es macht irgendwie keinen Sinn, dass Traunfugil und Traumagil auch männlich sein kann. Das sieht irgendwie weiblich aus, muss ich sagen. Guck bitte weg, danke dir. Alter, stimmt, Alma. Och, das ist so ein geiles Spiel, Fear, ne? Und es gibt da ja auch mehrere Teile zu. Och, das ist so ein göttliches Spiel. Gibt's eigentlich schon Teil 4 oder so? Ey, das würde mich mal so interessieren. Ich habe das früher bei Chainsaw Man 16 so gerne geguckt, weil das so ein schönes Let's Play war. Auch bei Gronkh. Gronkh hat's auch Let's Played. Alle Teile. So ein geiles Spiel. Ich glaube, ich muss mir das mal wieder anschauen auf YouTube oder so, weil es ist echt, das kann man sich immer mal wieder geben. So, Move-Pokémon. Miss Dravis, meine Liebe. Levitate sich jetzt schon. Es hat Bashful Nature. Ist das nicht neutral? Ich bin mir gerade nicht sicher. Ja, es ist sogar neutral. Okay, die Attacken sind jetzt auch nicht so atemberaubend. Aber okay, somit haben wir jetzt nochmal eine Alma, eine Traunmagil. Ne, Traunfugil. So, und dann würde ich mal sagen, wenn euch diese Party gefallen hat, würde mich einen Daumen hoch freuen und supporten. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Macht's gut, tschüss, Kowski und bye bye.